So, mein Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Marktupdate. Heute ging einiges an den Märkten ab. Allen voran das Bruttoinlandsprodukt aus den USA und das liegt mit 2,7% leicht unter der Prognose von 2,9% und wir kommen von 3,2%. Wir haben auf diesem Kanal bereits schon häufiger darüber gesprochen, was eben ein abflachendes bzw. ein rückläufiges Bruttoinlandsprodukt bedeutet. Und zwar gilt dieses Gross Domestic Product, also GDP ist letztendlich die englische Kurzfassung, gilt als Maßstab für die Wirtschaftsleistung inländisch gesehen. Und wir haben als groben Richtwert, wenn 3 Monate in Folge das Gross Domestic Product, also das Bruttoinlandsprodukt, rückläufig bzw. negativ ist, dann sprechen wir von einer Rezession. Das ist sicherlich erstmal relativ grob formuliert und ist auch nur einer von mehreren Stellschrauben, aber das ist einer der wichtigsten Stellschrauben. Und das hat an den Märkten heute zumindest kurzzeitig für etwas Rütteln gesorgt. Wir schauen uns jetzt gleich an, wie der Markt tatsächlich darauf reagiert hat, weil das ist auch nochmal relativ spannend. Wir haben sogar noch weitere News bekommen. Das hier ist das Bruttoinlandsprodukt und der Preisindex. Das ist einmal das nominale Bruttoinlandsprodukt im Verhältnis zum Real-Bruttoinlandsprodukt. Und wenn die Lesung dort größer ist als erwartet, dann ist das in aller Regel ein bullisches Zeichen für den US-Dollar. Auch das sehen wir gerade mehr oder weniger. Und wir sehen aber in Anführungsstrichen eine relativ harmlose Erstanträge Arbeitslosenhilfe von einer 92.000. Das sind weniger als prognostiziert und weniger als im Vormonat. Was sind diese Erstanträge Arbeitslosenhilfe? Ja, im Prinzip erklärt es der Name schon selber, nämlich die Erstanträge, die letztendlich Arbeitslosenhilfe dann bekommen. Das ist in Amerika eben auch ein großes Indiz dafür, wie die Wirtschaftstätigkeit in den kommenden Wochen und Monaten aussehen kann. Du weißt sicherlich, dass die Non-Farm Payrolls so ziemlich die wichtigsten Zahlen sind, weil eben die USA immer noch zu einem Großteil auch von der Landwirtschaft abhängig ist. Und wenn wir das betrachten, dann ist es natürlich auch wichtig, wie verhalten sich die anderen Sektoren und Unternehmen, um einfach ein bisschen bewerten zu können, wie ist so die Gesamtwirtschaftsleistung der USA. Mit den Zahlen haben wir die Reaktion an den Märkten bekommen. Spannend heute Morgen war der Verbraucherpreisindex aus Europa. Der hat letztendlich hier diese Prognose getroffen. War nicht besser, nicht schlechter, aber wir sind zumindest von diesen horrenden 9,2% runtergekommen. Hat aber den Markt heute gar nicht bewegt so wirklich. Und jetzt springen wir dann auch mal in die Märkte. Wir sehen, Gold ist weiterhin heute nach unten getankt. Die Indizes bewegen sich ebenfalls relativ seitwärts bzw. nach unten. Wir haben immer noch hier das Gap offen von heute Morgen, das hier unten circa liegt. Seitdem ist der Markt im Nachthandel bzw. in der Eröffnung erstmal relativ bullisch gewesen. Aber wir sehen, wir haben hier oben das Hoch abgegriffen, haben von diesem Preis aus die Rejection bekommen und haben uns jetzt mit einem relativ starken Impuls nach unten bewegt. Wir müssen jetzt schauen, wie sich das Ganze mittelfristig auswirken kann, denn wir haben jetzt hier weiterhin die Tiefs bekommen, hier einfach mal die Liquidität an diesem Tief angetestet und an dem Hoch die Kehrtwende bereitet. Auf H4 sieht das schon sehr, sehr stark nach einer möglichen Reversal aus. Wir sehen, dass wir einmal die Liquidität oberhalb dieses Dochs abgefischt haben, an dieser Umverteilungszone dann die Rejection bekommen haben und es geht jetzt nach unten. Schließen wir irgendwo in den nächsten 1,5 Stunden hier unten in dem Bereich, dann scheint wirklich einiges dafür zu sprechen, dass wir zumindest mittelfristig erstmal ein bisschen nach unten laufen. Und die anderen Märkte, also vor allem auch der US-30, wir sehen hier, der hat ebenfalls ordentlich nach unten getankt. Es geht jetzt relativ schnell nach unten. Die Nasdaq hat wieder das neue Tief hier angetestet, sowie auch der Hang Seng Index, der chinesische Aktienindex. Und da sehen wir sind gerade schon wieder ordentlich im Korrekturmodus. Und wir haben darüber gesprochen, dass letztendlich gerade diese News-Angelegenheit eine sehr, sehr spannende ist, dass der Markt nicht immer sofort logisch reagiert, sondern häufig das Gegenteil macht. Und hier sind die News veröffentlicht worden. Da ging es erstmal nach oben, hoch abgegriffen und jetzt geht es langsam aber sicher nach unten mit dem Potenzial nach dem Retest hier dann wirklich auch den Bruch nach unten zu bekommen. Und das spiegelt sich auch bei den Kryptos selbstverständlich wieder. Wir können mal hier von den großen Zeiteinheiten runtergehen auf Tagesbasis. Wir haben es wieder nicht geschafft, das Hoch hier anzutesten, sind gerade in dieser Seitwärtsphase immer noch gefangen, was weder super bullish noch super bearish ist. So viel ist definitiv festzuhalten. Wir haben hier diese Grenze, die immer noch auf Wochenbasis extrem spannend ist. Wir haben hier diesen Tiefpunkt, der langsam aber sicher angetestet zu werden scheint. Und wenn wir jetzt mal auf Wochenbasis gehen, dann sehen wir,
dass wir uns quasi in einer sehr, 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 sehr engen Range jetzt wiederfinden, beziehungsweise dass wir in einer sehr, sehr engen Range gerade handeln. Und da ist spannend, wann und wie und wo kommt der Ausbruch. Mit den aktuellen News, mit der aktuellen Angelegenheit spricht die Short-Seite für die wahrscheinlichere Seite. Wichtig ist aber auch da, der Markt macht nicht immer direkt das Logische, weil dass die Zahlen nicht gut sind und das zu shorten ist, das würden jetzt viele machen. Das würde quasi das dumme Geld, das Retailer-Geld machen, was bedeutet, möglicherweise kann das institutionelle Geld, das kluge Geld, erstmal noch die Hochs abgreifen. Und das ist ein wichtiger Punkt, den müssen wir immer und immer wieder auch im Kontext betrachten, dass egal wann und welche News kommen, wir nicht immer eine direkt logische Reaktion haben, sondern der Markt holt sich hier das hoch, holt sich die Liquidität ab, hat nochmal die Umverteilungsphase hier angetestet, die Ineffizienz geschlossen und jetzt geht es langsam nach unten. Weiterhin spricht das natürlich für eher fallende Kurse. Das spricht weiterhin gerade für eine Abwärtsstruktur, nachdem wir das Tief rausgenommen haben. Durch die Umverteilungsphase hier oben haben wir das Tief rausgenommen. Wir haben ein tieferes Hoch bekommen, aktuell ein gleichbleibendes Tief. Wir sollten für einen weiteren Short-Impuls diese Umverteilungszone 24,3 bis 24,5 nicht überbieten. Wenn wir die überbieten, dann sind wir ziemlich bullisch gestimmt, weil dann haben wir hier eine wundervolle Bärenfalle gebildet und würden dann mit einem höheren Tief tatsächlich ein neues Hoch erwarten. Also das ist wirklich ein sehr, sehr astreines Bullenszenario. Da wäre auch definitiv eine große Chance, long zu gehen mit dem Hoch 26 oder 26.300 US-Dollar. Aber falls die rational in den Märkten sich dennoch widerspiegeln mag, dann sind wir hier definitiv short gerichtet und dann wäre als nächster großer Anhaltspunkt zumindest die 22.700 bis 23.000 US-Dollar hier durchaus möglich. Selbstverständlich, der Markt macht seine eigenen Regeln, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der US-Dollar heute mit einem neuen Hoch, mit einem neuen Zwischenhoch und bewegen uns langsam, aber sicher hoch auf diese Umverteilungszone, auf diesen Orderblocken. Bis dahin ist noch ein bisschen Platz. Das entspricht wahrscheinlich so 3-4% noch nach oben und wenn die kommen, würde das entsprechend den Euro, den GBP, vor allem aber auch die Aktienmärkte, vor allem aber auch Krypto ordentlich unter Druck setzen. Die Prognose rein technisch gesehen ist noch ausgeglichen, weil noch ist nicht allzu wildes passiert. Der US-Dollar hat sein bullisches Momentum zurück, dementsprechend auch hier sehr wahrscheinlich gerade eher noch ein bisschen Platz nach oben, was die Aktienmärkte, was Bitcoin und Co. einfach im Gesamtkontext noch ein bisschen nach unten drücken kann und nach unten drücken sollte. Fundamental gesehen nach wie vor ist das natürlich eine relative Stärke für die Short-Seite. Da überwiegt eigentlich die Bärenkraft, aber ja, hätte Fahrradkette. Nur was sein könnte, bedeutet nicht, dass es sein muss. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Abend. Viel Erfolg. Ich hoffe sehr, dass dir die Videos hier weiterhelfen. Ganz liebe Grüße. Dein Trading Dom von der Wall Street Story. Ciao, ciao.